Jo, moin Leute. Neues Video von mir. Und ja, diesmal ist es ein kleines Programmtipp. Ein kleiner Programmtipp, so. Und ja, es handelt sich hier um das Programm WISMAUS. Und ja, was dieses Programm kann, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir machen jetzt zum Beispiel einfach mal das Internet auf. Und gehen jetzt zum Beispiel auf YouTube. So. Und jetzt sehen wir, wir müssten hier, jetzt kann man hier so runterrollen, ist ja alles ganz normal. Jetzt schieben wir das Ding mal, also dieses Fenster mal hier hin und öffnen zum Beispiel mal ein zweites Fenster. Zum Beispiel hier meine Bibliothek. Und ja, hier sind lauter Bilder drinne, Wallpapers. Und ja, jetzt haben wir ja das Problem, dass wir hier rollen können, also hier runter scrollen, weil wir dieses Fenster halt ausgewählt haben. Das ist ja jetzt das Fenster, was im Vordergrund ist. Das kann man jetzt hier drehen und allerhand. Und wenn wir jetzt hierhin wollen würden und hier runter rollen würden, müssten wir das erstmal aktivieren, also in den Vordergrund holen, damit wir rollen können. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr machen, und zwar kann ich das einfach so rollen. Ohne dass es im Vordergrund ist. Vorteil ist es, also der Vorteil daran besteht, dass man, wenn man jetzt hier zwei Fenster hat und man schreibt hier ist zum Beispiel jetzt Word auf geöffnet und hier schreibt man irgendwas, hier ist zum Beispiel Wikipedia, irgendwas schreibt man ab, kann man auch eigentlich kopieren, aber man schreibt jetzt ab und formuliert das um und dann wäre es ja nervig, wenn man jetzt hier schreiben, 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 dann hier hinklicken. Runterrollen, so dann hat man gelesen, dann muss man wieder hier hinklicken, wieder dahin klicken, wo man, dass man das schreibt. Und das sind ja alles unnötige Klicks. Und ja, mit dem Programm WISMAUS, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja, geht das alles viel schneller, also man muss hier nicht mehr hin und her klicken. Und ja, das Programm befindet sich nach der Installation hier, also in diesem. In dieser kleinen Leiste hier. Ich habe jetzt Windows 7, da muss man auf diesen kleinen Pfeil klicken. Ja, und das ist dieses Programm hier. Ich mache da mal einen Rechtsklick drauf. Und es ist Englisch, aber ja, so viel gibt es da nicht, was man da machen könnte. Hier sind jetzt die Einstellungen. WISMAUS Enable, also aktivieren. Sollte natürlich an sein, sonst bringt das ja alles nichts. Mit Windows starten. Ja, würde ich auch machen, weil es ist wirklich nicht großes Programm, ganz klein. Kostet kaum Arbeitsspeicher und so. Hier, wie viel wir runterrollen wollen, also wie viel Zeilen. Standardmäßig ist es auf 3. Wenn wir rollen, bringt es das Fenster in den Vordergrund. Das will ich jetzt nicht. Und dann können wir hier Run as Administrator, also als Administrator ausführen. Und hier Left-Click-Tray-Icon to enable, disable, also mit der linken Maustaste auf dieses kleine Symbol hier, was sich hier findet, zum Ein- und Ausschalten. Ich habe jetzt das so, hier steht ein bisschen was, das muss man sich sowieso nie durchlesen. Und ja, das ist jetzt hier und ist einfach aktiviert. Wenn man es deaktivieren will, macht man Rechtsklick drauf und das Enable den Haken weg. Dann ist es grau. Und jetzt zeige ich euch mal nochmal, dass das wirklich so ist. Hier bin ich jetzt. Jetzt kann ich nirgendwo mehr rollen, na super. So, jetzt sehen wir hier, dass ich einfach rollen kann. Wenn ich jetzt aber nach YouTube will, rolle ich immer noch mein altes Fenster. Ich müsste jetzt also erst hier hinklicken und hier. Und dann wieder zurückklicken und so. Dieses kleine Programm erleichtert einen die Arbeit ziemlich. Und ja, es ist auch nicht kompliziert oder so. Die Einstellungen sind auch extrem überschaubar, nichts kompliziert dabei. Das Programm ist kostenlos und der Link steht natürlich in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also es ist wirklich eine wirkliche Empfehlung von mir aus. Also ich würde, wenn ich da in Schulnotensystem würde ich dem Programm wirklich eine 1 minus geben. Minus, weil, ja, perfekt. Es gibt mit Sicherheit noch ein, zwei kleine Sachen,
Da könnte man ein bisschen mehr machen. Aber wirklich, also, ja, was soll ich dazu sagen? Ist super das Programm und das war's auch eigentlich schon von mir. Ich habe jetzt hier eigentlich wenig dabei zu fügen. Ich bin auch schon wieder bei 5 Minuten 30. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Vielleicht auch favorisieren. Und was mir auch ganz lieb wäre, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Da schreibe ich manchmal ein paar private Sachen rein. Manchmal frage ich aber auch allgemeine Sachen zu meinem Kanal. Was ich zum Beispiel als nächstes machen will, soll. Und bei Speed-Up-Videos zum Beispiel, welches Lied ich nehmen soll. Und ja, da wäre ich auf eure Unterstützung, wäre ich da schon sehr froh. Wie gesagt, ich bin jetzt hier raus. Ciao.